Dankeschön, Herr Hofner. Im Anschluss an diese Darstellungen der Leistungen und des schon Erbrachten, fallen mir spontan noch zwei direkte Fragen an die Herren ein, die ich gerne noch dranhängen möchte, weil sie nämlich auch andere Bereiche des Arbeitens betreffen. Sie arbeiten ja allesamt auch mit einem Pool an Freiwilligen. Wie ist da Ihre Erfahrung damit? Wie rekrutieren Sie die Personen, beziehungsweise wie motivieren Sie dann weiter? Und gibt es auch die Frage der Qualitätskontrolle der Arbeit dabei? Danke für diese Frage. Die Rekrutierung der Freiwilligen, bei uns sind es nur Freiwillige, ja, ehrenamtliche Mitarbeiter, wir haben keinen einzigen berufsmäßigen Angestellten oder so etwas, hätten auch gar nicht das Geld dafür, selbstverständlich. Die Motivation ist darin, dass diese Leute bei uns Hilfe bekommen. Sie sehen, dass da Ehrenamtliche sitzen, die ihnen helfen, ohne dafür irgendwelche Hintergedanken zu haben. Und deshalb sind, wenn man Leuten offen entgegenkommt, dann kommen sie einem auch offen entgegen, sind sie oft zu motivieren, selbst etwas zu erfassen. Wobei natürlich jeder selbst die Auswahl hat, in welcher Region er das tun will, in welchem Zeitalter, in welchem Jahrhundert und dann natürlich auch seine eigenen Interessen verbinden kann. Also wenn jemand zum Beispiel in Matzen im Weinviertel forscht, dann ist es naheliegend, dass er dort die Matriken aufarbeitet, nach den von uns entwickelten Excel-Tabellen. Wir haben für jedes dieser Projekte eine eigene Excel-Tabelle entwickelt. Und so kann er für sich was tun und für andere was tun, denn es war ehrlich gesagt, was ich jahrzehntelang so, dass die anderen Forscher etwas gemacht haben, dann haben sie den Schreibtisch gelegt und die Erben haben es weggeschmissen und die ganze Arbeit war umsonst. Das soll ein Ende haben. Wir sammeln diese Ergebnisse, sichern sie für die Ewigkeit, ist jetzt ein großes Wort, aber zumindest bei Herrn Dr. Eigner ist für die Ewigkeit gesichert. Es gibt natürlich Qualitätskontrolle bei allen unseren Projekten, eine nachgeschaltete Qualitätskontrolle. Das heißt, es gibt dann immer jemanden, der eingearbeitet ist auf dem Gebiet, der sich das zumindest stichprobenmäßig anschaut, beurteilt, kann derjenige Mitarbeiter die gebrochene Druckschrift lesen, ist auch nicht bei allen der Fall, kann er vor allem die jeweilige kursive, also Brennschrift lesen, alte Schreibschriften lesen, versteht er das, was dort steht, das ist zum Beispiel bei Ortsfremden manchmal ein großes Problem. Wir erfahren, dass in Wien nicht jeder diese verstorbenen Listen abschreiben kann, weil einfach die Ortskenntnisse, die Wiener Gründe und Dörfer nicht bekannt sind. Also es gibt überall eine Qualitätskontrolle, sowohl manueller Art, dass man es durchsieht, als auch dann mechanischer Art, dass man es mittels kleinen Makros durchsucht und logische Ungereimtheiten eliminiert. Aber es bleibt natürlich ein Rest, den man nicht findet, das ist selbstverständlich. Wenn wir dann darauf aufmerksam gemacht werden, wird das nachträglich dann in der Datenbank verbessert. Darf ich gleich weitergeben an einen anderen? Bitte, ich glaube schon. Es war geschrieben, genau schon, Herr Lausch, das habe ich gesagt, dass halt keine, nein, diese Mathematik-Bank, diese typische Teil für die Freiwilligkeit, aber für diese andere Projekte, die Wappenbriefverzeichnis, ja, wir zahlen die Professionalen, die Archivarien. Aber wir haben keine diese Datenbank, genealogische. Ja, und für diese Facharbeit, ja, bezahlt die Professionalen für heraldische Beschreibung etc. Das war sehr praktisch. Ja, danke. Ja, bei Gegenteil ist es so, dass die Mitarbeiter sich eigentlich von alleine melden, weil sie wahrscheinlich erkannt haben, dass sie selbst schon bereits auf sehr viele Indizes zurückgegriffen haben und etwas von dem, was sie genommen haben, auch wiederum zurückgeben wollen. Und das ist das Schöne am Genteam, dass das eigentlich alles sehr harmonisch funktioniert und die Anzahl der Mitarbeiter hier zwar sehr klein und sehr langsam, aber doch stetig zunimmt. Da gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Das gleiche Fahren, wie der Ingenieur Kuhberg, kann ich auch schlussen. Also der Adler versucht eben das Rad auch nicht neu zu erfinden. Also wir brauchen nicht noch eine Seite mit Datenbanken, wir bieten auf unserer Website teilweise Einzelprojekte an, raten aber allen Leuten, die an einer
nur zahlenden Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, der Datenbank ist nicht frei im Netz erreichbar oder nur in einer sehr reduzierten Form. Darf ich was dazu sagen? Sie hat über mich in der Gabusch, ich darf Sie korrigieren, das ist kein Geld so. Die Datenbank ist für die Mitglieder von Familie Austria natürlich in allen Details benutzbar. Sie bezahlen ja die gesamte Infrastruktur, die dahinter stehen muss. Aber die Datenbank ist auch für jeden regelmäßigen Mitarbeiter gratis benutzbar, in jedem Detail. Das heißt, es hat eine Abstimmung gegeben bei unseren Mitarbeitern, ist herausgekommen, wer mindestens 5 Monate diese 2300 Gespräche erfasst hat, hat lebenslangen kostenfreien Zugang, das heißt ein kostenloses Kennwort, um alle diese im Endeffekt wahrscheinlich etwa 1,6 Millionen Datensätze in allen Details benutzen zu können. Und die Voransicht, Name, Vorname, Jahr und Beruf ist sowieso für jeden frei, wie Sie wahrscheinlich noch nicht wissen. Dankeschön. Das ist auch eine grundsätzliche Frage, glaube ich, für alle Institutionen in der heutigen Zeit. Wo ist die Grundeinstellung anzusetzen für den freien Zugang von Dingen, die ja mit Aufwand zur Verfügung gestellt werden? Auf der einen Seite der Latte haben wir die Lizenzgebühren auch an den Stellen für Material, mit dem einmal kein weiterer Umsatz generiert wird. Und auf der anderen Seite dieser Latte haben wir eben die Einstellung, dass alles, was der Wissenschaft zu dienen hat, frei zu sein hat. Und da ist natürlich das Spannungsfeld der Leistbarkeit das große Fragezeichen. Und ich glaube, man könnte auch manchmal darauf hinweisen, dass Arbeit im Grunde auch etwas wert zu sein hat. Das sage ich nur aus dem Grund heraus, weil ich ein bisschen den Unterschied zwischen West- und Ostösterreich immer gegenüberstelle. Die Enns ist, glaube ich, immer noch so eine Demarkationslinie, vielleicht in manchen Köpfen. Ich kenne es aus der Förderlandschaft im wirtschaftlichen Bereich. Hier fragt man eher, was bekomme ich, bevor ich mit einem Unternehmen anfange. Auf der westlichen Seite schaut es da etwas anders aus. Da beginnt man eigentlich mit der Zielsetzung und freut sich, wenn man was bekommt. Etwas plakativ, etwas verallgemeinert, aber nach vielen Jahren Einblick in das Denken kristallisiert sich heraus. Herr Strenz, Sie wollten... Der Herr Hofner hat vor kurzem erwähnt, dass der Betrieb von Datenbanken bestimmte Budgetmittel erfordert und dass er ausschließlich mit Ehrenamtlichen arbeitet. Diplom-Ingenieur Gaukusch hat zu Beginn erwähnt, dass Wissenschaft und Geschäft sich nicht vertragen. Und der Herr Gundacker hat erwähnt, bei der ursprünglichen Konzeption vom Genteam, dass Genteam kostenfrei werden soll. Die Frage ist, vor dem Hintergrund der erforderlichen Aufwände, Betrieb, Datenbank, Server, wie lange bleibt Genteam kostenlos? Ja, ich werde oft gefragt, warum kann Genteam kostenlos sein? Gleich vorweg, ich habe mich gleich zu Beginn und auch das Team gleich zu Beginn darauf festgelegt, Genteam ist kostenlos und Genteam wird definitiv kostenlos bleiben. Solange ich hier maßgeblich dieses Team führen darf, wird es auf jeden Fall so bleiben und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das ja, auf ewig, darf man das sagen, aber sehr, sehr lange noch der Fall sein wird. Und zwar ist es eben ganz besonders wichtig, uns darauf festzulegen, weil ich ja diese Frage nach den Kosten oder nach der Finanzierung von Genteam gerne mit einer Gegenfrage beantworte, welche Kosten fallen denn da an? Und wenn man sich das genau analysiert, sind die Kosten eigentlich sehr, sehr minimal. Was braucht man dazu? Man braucht mal die Domainnamen. Genteam hat 6 Domainnamen, im Schnitt kostet das 15 Euro, also 90 Euro pro Jahr. Nun, nehmen wir einen durchschnittlichen Zigarettenraucher her, der verbuffelt im Jahr Blaue. Das ist also noch ein relativ kostengünstiges Hobby. Der Speicherplatz wird uns von einem Freund zur Verfügung gestellt, der zwar von Anforschung
nicht zählt, ganz top sagen, aber das hat so eine clevere Idee, etwas ins Netz zu stellen für andere da zu sein. Ich stelle euch den Speicherplatz kostenfrei zur Verfügung. Das nächste ist die Programmierung der Internetseite. Joomla, mit dem gehen die programmiert, das ist kostenfrei herunterladbar. Und die Adaptierung von Joomla zu dem, was hier im Untergehenden Stand ist, ist ebenfalls von einem Freund kostenfrei zur Verfügung gestellt und hält sich aber auch arbeitstechnisch wirklich in Grenzen. Welche Kosten entstehen noch? Werbung. Ich denke, ein gutes Produkt bewirbt sich von alleine und dem Team gestehen hier keine weiteren Kosten. Wozu also sollten wir Geld verlangen? Wir haben ja alle unseren Brotberuf und sind nicht darauf angewiesen. Und was sollte es auch für einen Sinn ergeben, einen derartigen Aufwand zu betreiben für ein kleines Grüppchen von 200-300 Mitgliedern, wenn wir möglichst viele Menschen auf der Welt damit erreichen wollen? Also, besser kann man das, glaube ich, nicht sagen. Bei uns im Adler läuft das ähnlich. Wir haben ein sehr verdienstvolles Mitglied, einen Fischer, der sich in tagelanger Arbeit um die ganzen EDV-Agenten kümmert, im Rahmen seiner Vereinstätigkeit oder seiner Mitarbeitern einfach, das ist der Teil, den er beiträgt dazu. Das macht dann jede Gesellschaft oder jeden Verein auch aus, dass man sich einfach Leute auch versucht Leute einzubinden, die halt auf Feldern was beitragen können. Ich vergleiche das immer früher mit dem alten österreichischen Milizsystem im Heer, weil das gekannt hat, weiß, dass bei Übungen Leute zusammengekommen sind aus den unterschiedlichsten Professionsfächern, die ganz mitunter interessante Lösungen anbieten konnten, weil es einfach ein bunt zusammengewürfelter Haufen war. Jetzt ist der Adler natürlich aufgrund seiner Geschichte ein auch relativ bunter Haufen mit allen möglichen Leuten, die sich für vieles Unterschiedliches interessieren, und wenn man Glück hat, ist eben auch jemand dabei, der programmieren kann. Und der Herr Fischer hat sich sofort bereit erklärt, das zu machen, und macht das. Und andere tun was anderes, eben jeder das, was er kann. Und das zeichnet einen Verein einfach aus, finde ich. Ja, Herr Diplomatschneider-Rausch, dann frage ich mich, warum der Adler 60 Euro Mitgliedsbeiträge mehr verlangt. Ich weiß, ich bin selbst Adler-Mitglied, dass Sie Ihr Lokal, dass Sie keine Mitglied zahlen müssen. Keine, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Wir haben noch ein Lokal, wir müssen es erhalten, wir müssen Hilfsmittel bezahlen, Betriebskosten bezahlen. Wir brauchen, um arbeiten zu können, dort natürlich auch die Geräte. Ja. Etwas, was der Grundsatz überhaupt nicht erwähnt hat, ist der große Faktor Datensicherung. Externe Festplatten sind auch nicht kostenlos. Wenn Sie eine kostenlose Quelle kennen, dann ist der Grundsatz, dann nennen Sie sie uns. Wir müssen gewisse Sachen programmieren lassen. Sie richten Joomla als kostenlos herunterladbar, aber es ist für eine Laie nicht anwendbar. Das heißt, wir müssen Schulungen für die, die damit arbeiten, durchführen lassen. Wir haben eine hochkomplexe Seite jetzt bauen lassen, mit dem jetzt das Netz gehen wird. Das kann weder ein einzelner Nebenberufler machen, noch kann man das einem, der voll berufstätig ist, überhaupt zumuten. Wir haben auch EDV-Techniker bei uns, aber das ist einfach nicht zumutbar. Und darum gibt es bei uns einen Mitgliedsbeitrag von 40 Euro pro Jahr und nichts darüber hinaus. Und ich glaube, Herr Diplom-Ingenieur, auch bei Ihnen, die Adlerhefte sind nicht kostenlos. Die Homepage ist kostenlos, okay, aber die Adlerhefte müssen schon. Die Frage ist, also unter mal, vielleicht im Laien ist es schon aufgefallen, dass die Atmosphäre nicht unbedingt die herzlichste sein mag zwischen ja, zu Herrn Hofner. Die Gesellschaft unterhält in 40.000 Bänden ein Vereinslokal seit vielen Jahren. Jeder kann sich ungefähr ausrechnen, wie viel Platz das braucht. Wegschmeißen können wir die Sache auch nicht. Wir haben nicht die Möglichkeit, in irgendeiner staatlichen Institution unterzukommen. Also die Gesellschaft ist selbstständig. Wir müssen die Miete zahlen, keine Frage, und tun das mit unseren Mitgliedsbeiträgen und Spenden, Gott sei Dank. Also ein Drittel der Adlererträge sind im letzten Jahr Spenden gewesen. Für uns ganz wichtig natürlich. Dazu müssen wir publizieren wir seit der Gründung die Zeitschrift, die an die Mitglieder versandt wird. Jeder weiß, wie schwierig das heutzutage ist, also im wissenschaftlichen Bereich
Themen anzusprechen, die aktuell sind, aber auch, sage ich jetzt einmal, Orchideen-Themen zu Wort kommen zu lassen. Und die Heraldik ist zweifellos eine Orchideenwissenschaft. Leicht ist das nicht. Also wenn wir Spenden bekommen, sind wir happy, aber uns würde niemals einfallen, ähnlich zu agieren oder ein ähnliches Geschäftsmodell zu verfolgen, nennen wir das mal so. Ich würde sagen, lassen Sie es dabei. Es gibt eben verschiedene Zugänge zu den Archiven oder Plattformen und ich denke, dass die Benutzer möglich sind zu entscheiden, ob sie hier dabei sein wollen. Also ich glaube, dass mit einer entsprechenden Motivation bei der Nutzung auch ein Bewusstsein zu erzielen ist, dass Leistung abgelten kann. Und so wie wir gehört haben, bei allen Modellen der genealogischen Plattform hier geschieht ja ohne dies schon dieses Fair-Use-Prinzip auch im Sinne des Mitarbeitens, des Teils von Inhalten und dann werden diese Gebühren, sofern sie notwendig sind, auch sicherlich kein Hindernis darstellen. Darf ich zu den weiteren Wortmeldungen kommen? Herr Eckner hat eine Frage schon angemeldet. Ich habe eine Frage an den Wanderslav. Du hast erwähnt, dass ihr Kooperationen mit Tschechien, Ungarn und Polen betreibt. Da geht mir natürlich etwas ab. Wie steht es mit dem Adler? 60 Kilometer entfernt? Die Frage richtet sich natürlich auch nach einem Rauschen. Hast du das nur vergessen oder gibt es da wirklich nichts? Oder wie sieht das aus? Ja. Das schon. Es wäre eine Kaffeepause und wir haben eine Kollaboration. Genau. Wir kannten uns persönlich noch nicht, aber das ist etwas, was man also wirklich in der Kaffeepause nachholen kann und dann ergibt sich da auch relativ schnell etwas. Zumal wir versuchen, eben diese Multinationalität des alten Österreichs irgendwie hochzuhalten und eben auch bei uns in die Bibliothek kommt, wir staunen, wie viel polnische, tschechische, rumänische oder sonstige Fremdsprachen gehaltene Arbeiten wir haben, die einfach im Laufe der Zeit bei uns gelandet sind und die sonst im deutschsprachigen Raum gar nicht gibt. Also es ist natürlich uns eine große Ehre und eine Freude, jemanden zu haben in Pressburg, in Bratislava, in Poznan, in Wien und die Stadt nennen will. Meine Frage richtet sich ebenfalls an den Herrn Dr. Ragacz. Er hat die Publikation seines Vereines erwähnt. Ich nehme an, wir werden genauere Informationen hier noch über Namen, Zugänglichkeit und so weiter erfahren. Meine konkrete Frage ist folgende. Es gibt unter anderem in den Beständen des Adler, aber auch anderswo, wertvolle und unpublizierte Informationen zur Lokalgeschichte von Preschborg, wie es damals hieß. Ja. Gibt es die Möglichkeit für leider der slowakischen Sprache nicht mächtige Autoren in Wien beispielsweise, in ihren Organen kürzere Beiträge zu derartigen Themen zu veröffentlichen? Unsere Periodikum ist gelöscht, ist im Internet auch. Das ist noch wichtig.
Website tun. Und eine E-Mail schicken, wenn es besteht, ist das ist nicht ein Problem, das Papier zu bekommen oder zu scannen oder wie. Und ein Index? Naja, sagen wir mal so, das ist, die Ehrenamtlichkeit birgt natürlich die bekannten Probleme und es laufen einer, wenn man sagt, man möchte einfach nicht unterwegs sein, dann rufen die Leute, also da ist nicht Schlange für die Arbeit. Und auch sonst muss das ja jemand machen, der wirklich in fast allen Sprachen zu tun hat. Wir haben ja chinesische Wappenbücher auch. Ich meine, vielleicht der Leserkreis begrenzt, aber anders gefragt, wer außer uns hat das? Ja, und das muss man dann natürlich auch irgendwie in den Katalog einbringen. Also, oder tschechische Sachen, oder französische, man braucht einfach sehr, sehr viel Sprache, um also das zu machen. Und wissen im Bibliothekskatalog kann ein Tippfehler Gift sein, nicht? Zu Ihrer Frage, Herr Kollege, es wurde in den 90er Jahren, gab es einen Beitrag über die genealogischen Quellen des Kriegsarchivs. In dem slowakischen, in der slowakisch-genealogisch-heraldischen Gesellschaft. Ja, das wurde damals in deutscher Sprache verfasst und wurde kostenlos übersetzt von der Gesellschaft. Ich gehe davon aus, dass es auch heute noch diese Möglichkeit gibt. Ja. Grundwissen verloren und auch diese Einstellung zu den Nachbarsprachen
hat es noch in der Volksschule? Bei uns nicht. Bei uns ist es schon größer geworden. 1890. Naja, der Unterschied. Und diese Fähigkeiten sind ja eine Chance. Da wir einen großen Teil unserer Arbeit auf Beratung legen, ist es halt ein Faktor, nachdem der viele Originalquellen im Internet stehen, vor allem dank Icarus und seinen angeschlossenen also mit Cross-Border und Ministerium, aber auch von Family Search, ist das der Hauptteil geworden jetzt, den Leuten zu helfen, das zu lesen, beziehungsweise Beratung anzubieten, dass sie, dass man sich heranführt, dass man sich schult, wie können sie selbst lesen. Das Sprachenproblem ist ebenfalls ein großes Problem, halt das international deutsche Ländlich dran. Das wird auch ein zunehmendes Problem, allgemein ich war es üblich in der Oberschicht, dass man mehrere Sprachen sprechen können musste. Bei den Armeeoffizieren war es eine Verpflichtung, bei den gemischtsprachlichen Einheiten die Regimentssprachen alle zu beherrschen. Wir haben das jetzt, da wir in der Praxis große Probleme gibt, haben wir das so gelöst, dass wir unsere Homepage mit allen gängigen Sprachen, nicht nur alten Monarchie, sondern Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch verlinkt haben. Das ist kein Idealzustand, aber es gibt zumindest den Leuten, die nicht Deutsch können, auch die Möglichkeit, bei uns nachzusehen und das im Wesentlichen benutzen zu können, was bei uns draufsteht. Wollten Sie noch was, wenn Sie das Mikro? Ja, das wird geschehen, oder? Nein. Ich sage das deswegen, weil eben dadurch, dass ich selber zum Beispiel in Budapest sehr viel geforscht habe, mir dort auch eine ganz offene Atmosphäre jedes Mal, also eigentlich, ich war hauptsächlich immer die jüdische Gemeinde, aber auch in Tschechien und überall, wo ich war, das ist eine, es könnte bei uns manchmal auch so sein, sage ich. So, das war jetzt sehr viel vorne. Darf ich noch schauen, ob es Fragen von Ihrer Seite her gibt. Wenn nicht, dann obliegt mir nur noch zwei organisatorische Hinweise zu verkünden. Das eine ist, bitte beim Hinausgehen die Kopfhörer und die Geräte abzugeben. Oder am Platz liegen lassen, sehr gut. Und das zweite, anders als im Programm angeführt, Verköstigung gibt es nicht in diesem Geschoss, sondern im fünften Geschoss. Noch ein Abschlusswort von Ihrer Seite. Dankeschön. Ich möchte vielleicht noch abschließen, dass unsere Gesellschaft zur Zusammenarbeit mit allen anderen Organisationen und Personen im Friedensbereich ist. Wir haben Kooperationen nicht nur mit einigen